und was trinken. Essen. Das mit. Frischen Mais. Hilft nicht gegen Treffer und Verlust. Okay. Doch, 9 Sekunden lang Trefferpunkte auch regenerieren. Schau mal, es hat nachgelassen. Schade, das waren die 9 Sekunden. Ja, ihr habt mich schon gesehen. Wenigstens sind die irgendwie hübsch animiert hier an Kekos. Und Rumpf und Kopf und Kopf. War's das? Oder stehst du wieder auf? Okay, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass, also nicht ahnen würde, dass das ein DLC ist, würde ich ja einen Schluck von dem Ding nehmen, was mir da damit eingeblendet wird, aber ich lasse es erstmal. Und begebe mich stattdessen nach Krim, während ich Johnny Guitar höre. Radioaktivität pro Sekunde. Und da kommen wieder Geckos. Zurück. Ich kann nur Kopf drücken. Habe ich jetzt den Aufmerksamkeit? Danke. Kopf verkrüppelt, scheißegal, ich greife trotzdem mit an. Was ist das da? Auf jeden Fall was mit dem Gecko. Sonst ist noch keiner auf mich aufmerksam geworden, das ist gut. Tierfeind, 20 mutierte Feinde von 50. Ich stecke irgendwie fest oder habe zu viel geladen? Ich habe zu viel geladen. Kann ich hier die. Den Biscuit kann ich wegschmeißen, aber das hilft, glaube ich, nicht wirklich viel, weil es nicht so viel wiegt. Ich habe hier doch gerade die. Achso, sonstiges. Blechdosen aufgesammelt. Und jetzt wiege ich so viel, dass ich laufen kann und muss nach Bremen.
Was brennt? Was brennt? Guck ich mir später an. Frischer Meister nachgelassen. Ja, macht nichts. Alles gut. Jetzt einfach nach Prim Sachen verkaufen. Leuten Hallo sagen. Stadt kennenlernen und mich wundern, dass da wirklich Blee fliegen rumschwirren. Und dass da wirklich eine Achterbahn durch die Stadt führt. Oh. Einfach an den roten Sachen vorbeirennen. Oh. Okay, ich muss hier wohl runterspringen. Ich will da einfach nur nach Prim. Möglichst ohne Schaden zu nehmen in die nächste Stadt. Ein Büffel. Riesen. Weisen Steve. Bison Steve. Einfach. Steve. Ja. Kann ich nicht springen? Ich kann springen. Schnelle Reise. Sie haben Ihre Standorte gefunden. Mit der Webkarte im Pip-Boy können Sie diese direkt aussuchen. Und ich habe wieder einen Stufenaufstieg. Daten? Nee. Stadt. Okay, dann kommt der gleich automatisch. Hoffe ich. Ja. So, ich brauche besseres Schusswaffen. Oh. Ich baue mir Schusswaffen auf. Ich habe noch 9. Wissenschaft habe ich genug, Überleben mache ich mir noch ein paar. So. Fertig. Okay, diesmal gab es keine Extras. Einfach nur. Oder habe ich was übersprungen? Hm. Ich werde mal Stimpack nutzen. Weniger Beweglichkeit, Fertigkeit. Exos, okay. Republik Neue Kalifornien. Entscheidend. Hey, wo wollen Sie denn hin? Der Zutritt zur Prim ist verboten. Was geht denn Prim vor sich? Ein paar Häftlinge aus dem Gefängnis, die Straße hoch, haben die Stadt übernommen. Alle Bewohner sind tot oder verstecken sich. Außerdem machen auch noch 2 Raider-Stämme die Gegend hier unsicher. Sie sollten besser zurück nach Good Springs gehen. Ich bin extra hergekommen, um Informationen zu bekommen. Sollten Sie die Stadt nicht beschützen oder sowas? Würden wir gerne. Aber Sie gehören nicht zur RNK. Und selbst wenn, wären wir nicht in der Lage, Sie zu beschützen. Das klingt gar nicht gut. Warum könntest du Sie nicht schützen? Uns fehlt die Ausrüstung, um die Häftlinge erledigen zu können. Außerdem brauchen wir Verstärkung. Sie sollten mit Lieutenant Hayes reden. Sein Zelt ist die Straße runter. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit Sie nicht erschossen werden. Ich versuch's, ja. Nee, ohne rechts links. Kurze Frage. Als ich diesen Auftrag erhielt, stellte ich mir mehr Zocken vor. Okay, ja. Ja, das, was er wünscht sich. Ich gehe jetzt einfach mal hier links. Ach, westlich. Ah. Hier brennt eine Regentonne. Ja. Und da liegt eine Flasche. Ja. Leere Brauseflasche, leere Brauseflasche. Nee. Das kenne ich dann. Glaube ich die Leute und dann sind die böse auf mich und so. Ich hab das Spieler. Problem. Das da lautet, ich habe eh schon zu viel im Koffer und will noch mehr mitnehmen. Gegenstände.
Echtdose hilft jetzt nicht viel. Glaskrug hilft auch nicht viel. Karawanendeck kann weg. Sie können Aufgabengegenstände nicht aus den Inventaren führen. Leeren Brauseflaschen. Wieso sagt er mir, ich soll mich westlich halten und dann ist das Ziel links? Hörst du? Herrn Kasel. Haben Sie sich verlaufen? Also jetzt nicht wirklich, ich wollte ja in dieses Spiel rein. Aber ich kann ja mal, ja, hinten ist das Zelt. Ich kann ja mal mit dem RMK-Anführer sprechen und gucken, was der so für mich an Informationen hat. Wer bist du? Sergeant McGee. Ich bin Hallo. Sergeant McGee von der Armee der RMK, 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wenn Sie mit jemandem sprechen wollen, reden Sie mit Lieutenant Hayes. Ja, stehen Sie bequem. Woher kommen Sie? Ich komme ursprünglich aus dem Hub, aber es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ist mein zweiter Einsatz hier. Gilt für die meisten Unteroffiziere hier. Okay, danke. Sir? Sir? Metalltür nach Zelt. Ja. Mal gucken, was hier drin ist. Zelt von Lieutenant Hayes betreten. Du bist einfach nur Zelt, ja? Dann öffne ich mal die Tür und spreche mit Lieutenant Hayes. Wer von euch ist Lieutenant Hayes und wer ist Soldat? Hey. Du bist Soldat, du bist Hayes. Hey, nicht, ey. Ist das denn die Möglichkeit? Ich bin gerade reingekommen, du liest dich schlafen, oder was? Ich bin Lieutenant Hayes von der Armee der Republik Neukalifornien, 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wie kann ich Ihnen helfen? Was tun Sie denn hier draußen? Wir wurden hierher geschickt, um den Strom von Gefangenen aus der Justizvollzugsanstalt einzudämmen. Wie Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, machen wir das nicht so gut, wie wir sollten. Oh, okay, ja. Wo liegt denn das Problem bei Ihrer Mission? Die Mission ist kein Problem. Das Problem sind die Vorräte. Die Gefangenen sind besser bewaffnet und organisiert als in unseren Informationen beschrieben. Ich versuche an Verstärkung zu kommen. Vielleicht an ein paar durchschlagskräftige Schusswaffen, aber das läuft alles zu langsam. Erzählen Sie mir mal von der JVA, Justizvollzugsanstalt. Die meisten Leute nennen das Ding einfach JVA, kurz für Justizvollzugsanstalt. Vor einer Weile gab es einen Aufstand, bei dem die Gefangenen die Wärter töteten, die nicht fliehen konnten. Seitdem tyrannisieren sie die Gegend. Okay, haben Sie Informationen über die Sträflinge? Nicht viel. Sie nennen sich die Pulverbande. Hauptsächlich, weil sie den Sprengstoff, der zum Sprengen der Felsen vorgesehen war, als Waffe verwenden. Sie haben sich schneller organisiert, als ich geglaubt hätte. Zumindest die meisten. Zum Glück scheint die kleine Gruppe in der Stadt sich vom großen Teil getrennt zu haben, sodass sie nicht mit Unterstützung rechnen können. Okay, ich habe noch ein paar andere Fragen. Ich habe gerade etwas Zeit. Also, fragen Sie ruhig. Ich dachte, du wolltest dich hinlegen. Das war's. Sir? Das ist Diebstahl, du bist... So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Das lasse ich einfach mal so stehen. Was gibt's? Tschüss. Sir? Was gibt's hier? Lass ihn stehen. Und keine Sau, die da ist. Okay, gut. Oh, mein Briefkasten. Ich hab's schon wieder getan. Blechdose und... Das Gecko-Ei wiegt 4? Das ist ja nicht wahr. So, Blähfleisch. Ja, Blähfliege. So.
Reflinfleisch, wie ich zum Glück nur eins. Irgendwie habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet von Krim. Zum Beispiel, dass es hier einen Händler gibt. Aber scheinbar gibt es hier so gut wie niemanden. Warum wird mir das so als Dreieck markiert? Was sagt mir denn die Karte, wo ich hin muss? Und ich hatte ja eigentlich vor, jetzt hier Informationen zu erhalten. Weil da muss ich hin. Sagt mir die Karte. Mein eigentlicher Auftrag war ja auch, hier Informationen zu erhalten, wo die beiden hin sind, die mich erschossen haben. Und ich habe hier eine Treppe nach oben. Alles klar. Der Ausguck hier. Klauen, klauen, klauen will ich nicht. Ruckzuck wie beim Zaun. Okay, ich muss hier längs. Du kannst mich nicht aufhalten, auch wenn du mir sagst, geht's nicht rum. Ah. Okay. Ich dachte schon, hier wäre die Brücke völlig kaputt. Wow, zum Glück habe ich die noch rechtzeitig gesehen gerade. Sonst wäre es richtig kaputt gegangen. Statistik, Gegenstände meine ich. Waffen, 9mm, Pistole. Das war die kaputtere. Man kann sich hier nicht einfach Explosivmaterialien hinlegen. Was? So. Das ist das Gebäude vom Mojave Express. Da muss ich hin. Und hier gibt es auch nicht viel. Da sieht es aus, als wenn einer wohnt. Da gehe ich nicht hin. Ich will einfach nur zum Mojave Express. Ich muss die Mission rausfinden, was mit mir passiert ist, warum ich erschossen wurde. Und genießen, dass hier alles so kaputt ist. Schön, dass jemand auf mich schießt. Okay, er ist tot. Da ist noch einer. Fünf RNK-Dollar. Dynamit. Fahrkammer. 9 mm betrogen. Das war's. Okay. Ihr wollt mich zwar nicht angreifen, aber 9 mm Patronen, Dynamit, Dynamit. Und willkommen. So, darf ich jetzt rausfinden, was los ist, oder ja? Was bist du denn? Daniel Wild. Karawanisten-Outfit, aber er hat einen Auftrag in der Tasche gehabt. Notiz hinzugefügt. Da. Notiz. Trotzdem ist es wahrscheinlich da. Oh, guck mal, die Texte. Liefern Sie das Paket über Freeside zum nötigen Eingang des Vegas Strips. Dort wird Sie einen Vertreter des Empfängers erwarten, der das Paket übernimmt und für die Lieferung bezahlt. Bringen Sie die Bezahlung zu Johnson Nash in der Zweigstelle des Mojave Express in Prim. Bonus bei Abschluss 250 Kronkorken. Lieferschein. Dieses Paket hat zwei Übergröße Würfel aus flexiblem Material. Betragsstrafen. Liefern Sie das Paket über Freeside zum nördlichen Eingang des Vegas Strips. Dort wird sich ein Vertreter zur Verfügung warten, das Paket übernimmt und die Lieferung zahlt. Bringen Sie den Maschinen.
Das Paket erhält zwei Größe. Übergroße Würfel mit aus flexiblem Material. Als autorisierter Lalala. Okay, und rein da. Oh, beschädigte Roboter da suchen. Es handelt sich um ein weiterentwickeltes Modell des Roboters mit verstärktem Gehäuse. Es ist recht abgenutzt und scheint schon einiges durchgemacht zu haben. Man sieht aber kaum schwere Beschädigungen. Es in Ruhe lassen, reparieren oder Elektronik in Augenschein nehmen. Einige der Servomechanismen und Gyroskope müssen rekalibriert und ersetzt werden. Aber es sieht ganz so aus, als ob man den Roboter reparieren könnte. Reparieren von mindestens 65 erforderlich. Elektronik in Augenschein nehmen? Nur wenige Elektronik-Hauptsysteme scheinen noch voll funktionsfähig zu sein, aber die redundanten Systeme funktionieren alle. Wenn man die Hauptsysteme umgeht, sollten die Sekundärsysteme das kompensieren und die Reparatur leichter machen. Das schafft man mindestens 55 erforderlich. Wie viel Wissenschaft und habe ich denn? Statistik. Ich habe Wissenschaft 37, ist zu wenig. Ich habe Reparieren 22, ist auch zu wenig. Schade. Ich kann das Altmetall stehlen, aber den Reporter kann ich untersuchen, oder wie? Was brauche ich denn jetzt? Ich lasse ihn erstmal in Ruhe. Sie haben einen Mojave-Briefkasten entdeckt. Sie können jetzt Gegenstände von anderen. Okay. Ah, ich könnte. Ich wollte aber nicht zurück. Also, ich könnte jetzt was nach Good Springs schicken, aber. Hier liegt keiner. Wie würde ich denn hier was stehlen, wenn hier keiner ist? Naja, hinaus in die Welt wieder und Mojave Express. Okay, ich kann hier drüben anscheinend was erfahren. Casino, Vicky und Vance. Ich habe ein ganz blödes Gefühl, deswegen nehme ich mal wieder. Ein Kleinkalibergewehr. Lade nach und gehe dann ins Casino. Ich weiß nicht, was Sie nach Prim geführt hat, aber ich rate Ihnen, wieder zu verschwinden. Die Stadt ist erledigt. Gut, dass du erstmal mit mir sprichst. Wer sind Sie denn? Johnson Nash ist mein Name. Bin der Mann von Ruby Nash. Wir leben seit fast 8 Jahren in Prim und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Ich bin eigentlich Händler, aber in letzter Zeit gibt es nicht viel zu tun. Okay. Außerdem führe ich die Niederlassung des Mojave Express hier. Okay, ich bin ein Kurier des Mojave Express. Tja, ich habe im Moment keine Arbeit für Sie. Tut mir leid. Ja, kann man nichts machen. Ich habe ein Paket verloren, das ich ausliefern hätte sollen. Ich werde Ihnen sagen, was ich kann. Haben Sie vielleicht einen Lieferauftrag? Ja, was können Sie mir denn über diesen Auftrag sagen? Oh, Sie reden also von einem dieser Pakete. Der Job war von Anfang an irgendwie seltsam, aber wir sind auf die Kronkorken angewiesen. Erzählen Sie mir von dem Auftrag. Dieser Cowboy-Roboter wollte 6 Kuriere anheuern. Jeder sollte etwas anderes transportieren. 2 Würfel, eine Schachfigur, sowas in der Art. Okay. Ich sollte beim Expressbüro im Hub 7 Kuriere anfordern. Und zwar offenbar nur, um Nippes zu transportieren. Spielkarten, Würfel, Schachfiguren, so Kleinkram. Und dann dreht er sich plötzlich um und sagt, dass er 6 Kuriere will, nicht 7. Er zog zurück. Ja, hat ganz komisch geguckt, als er ihren Namen auf der Liste gesehen hat. Hat mich entgeistert angeschaut und gefragt, ob der Name wirklich stimmt. Ich habe ihm gesagt, dass sie todsicher noch leben. Da hat er den Job einfach abgelehnt. Hab ihn gefragt, ob er sich da ganz sicher ist. Nein, Kurier 6 soll das Paket abliefern, hat er gesagt. So, als würde sich die Mojave um sie kümmern. Und dann ist er einfach verschwunden. Wissen Sie, wer er war oder wo er hin ist?
Keine Ahnung. Aber er muss sie wohl gekannt haben, so wie er sich verhalten hat. Er hat sich sogar gutes Geld durch die Lappen gehen lassen. Hoffe mal, er hat keine Probleme mit ihrem Paket befürchtet. Vielleicht dachte er auch nur, dass ihr Name Unglück bringt. Er weiß. Ich nicht, ja. Aber man hat mir den Chip geklaut. Ein Mann im Karierteanzug und ein Schläger. Kam sich vorbei? Jetzt, wo Sie es erwähnen, jemand aus der Stadt war vor ein paar Nächten draußen auf der Suche nach Brauchbarem. Er meinte, er hätte einen Typen mit einem schicken Anzug und ein paar dieser Großkahnschläger gesehen, die über einen Chip redeten. Mhm. Einer dieser Männer hat mich angeschossen. Ich muss wissen, wie ich ihn am besten einhole. Da sollten Sie sich am besten an Deputy Beagle halten. Er hat Sie beobachtet, seit Sie aufgetaucht sind. Und er war beim Bison's Tief, als Ihr hübscher Freund hier vorbeigekommen ist. Vielleicht hat er auch mitbekommen, wohin Sie wollten. Okay, ich würde gerne noch was anderes fragen, während links der Text durchläuft. Ich habe sonst nichts weiter vor. Gut, wo bekomme ich Informationen über den Mann, der mich angeschossen hat? Beagle hat sich ein paar Notizen gemacht, als er die Pulverräuber belauscht hat. Vielleicht kann er Ihnen weiterhelfen. Okay. Ich wollte noch ein paar Fragen zur Lieferung stellen, die ich übernehmen sollte. Ich werde Ihnen sagen, was ich weiß. Okay. Lassen Sie sich nicht abknallen! Hey, war das alles? Immer noch im Prim, was? Ja, bin ich. Wie kann ich Prim helfen? Im Moment ist Beagle der Einzige, der hier für Ordnung sorgen könnte. Aber er sitzt im Bison's Tief fest. Am besten, Sie holen erstmal seinen feigen Hintern da raus. Okay. Ich habe eine Frage zu Ihrem Roboter. Das kaputte alte Ding? Was wollen Sie denn wissen? Wo sind Sie hergekommen? Ein Kurier hat das Ding vor ein paar Monaten hier gelassen. Hab es eine Weile zum Laufen gebracht, aber dann ist es verreckt. Ich habe es nicht mehr zum Laufen gebracht. Wollte das Ding für Kuriertätigkeiten verwenden. Aber das wird wohl nicht mehr passieren. Schade, ja. Was soll das? Keinen Schimmer. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, aber meine Tage als Bastler sind längst vorbei. Was dagegen, wenn ich mich an der Reparatur versuche? Sie können es gerne versuchen. Das Ding gehört Ihnen, wenn Sie es zum Laufen bringen. Wenn es nach mir ginge, würde ich das Ding auf den Schrottplatz von Novak bringen. Da wäre es gut aufgehoben. Wahrscheinlich, ja. Novak hinzugefügt. Lassen Sie sich nicht abknallen! Mein lieber Eddie. Okay, kleines Casino hier. Habe ich das doch verwechselt mit dem Ding gegenüber wahrscheinlich. Und hier gibt es Verkaufsautomat öffnen. Und alles, was ich hier tue, ist stehlen. Okay. Hier gibt es doch bestimmt noch Roulette-Tische. Blackjack. Und hi. Ruby. Hallo auch. Was führt Sie nach Prim? Der Weg draußen. Wer sind Sie? Ich bin Ruby Nash. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Mann und ich leben schon lange in Prim. Er betrachtet sich als Händler. Ich kenne mich in der Küche aus. Ja, ich bin Krusekills und ich spiele gerne, und zwar auch hier. Was sollte man über Prim wissen? Meine Mutter hat mir beigebracht, nie etwas Unhöfliches zu sagen. Daher kann ich Ihnen im Augenblick auch nichts über Prim sagen. Das ist eine traurige Angelegenheit. Besprechen Sie die Sache mit Mr. Nash, falls Sie interessiert sind. Ich finde es einfach nur zum Heulen. Schade eigentlich, ja? Was kochen Sie denn so? Meine Spezialität ist Red Skorpion Giftschmortopf. Ist leckerer, als es klingt. Das Gift hat ein scharfes, rauchiges Aroma. Und es betäubt Ihren Mund so sehr, dass Sie glatt vergessen, dass Sie eine Zunge hatten. Solange Sie keine wunden Stellen im Mund haben, durch die das Gift in Ihre Blutbahn gelangt, ist alles in Ordnung. Ansonsten sind Sie tot. Okay, dann danke ich dir für die Informationen. Tschüss! Tschüss. Und was ist mit dir, Johnson? Hey, immer noch im Prim, was? Mit dir habe ich doch schon gesprochen. Warum nennen Sie sich ständig Räuber? Ich dachte, hier sind Pulverbanditen. Ach, Banditen, Räuber, das hört sich für mich alles nach Schwierigkeiten an. Ist auch richtig, ja?
habe ein paar Fragen über Prim. Nun, ich werde sie so gut ich kann beantworten. Wissen Sie, wo ich das Kurierdienstbüro finde? Sicher, ich leite es von meinem Laden aus. Zumindest habe ich das, bis hier alles den Bach runterging. Ich habe noch mehr Fragen. Fragen? Was ist mit... Das Weekend Vans? Sie stehen drin. Das Casino hat Leute in die Stadt gelockt und uns ein paar Kronkorken beschert. Aber dann sind diese Pulverräuber aufgetaucht. Wenn sie die Stadt stürmen, decken wir sie mit Blei ein. Aber wir sitzen im Canyon fest. Naja, irgendwie ein ganz passendes Plätzchen dafür. Wenn Sie mal nachdenken würden, kämen Sie darauf, dass Sie mehr Leute als wir Kugeln haben. Aber fürs Erste sind wir hier wohl sicher. Das ist gut, ja. Fragen Sie? Was ist mit Prim passiert? Naja, es ist schon eine ganze Weile hart hier. Aber seit die Schläger den Deputy entführt haben, ist es noch schlimmer geworden. Es fing alles mit dem Ausbruch aus dem Gefängnis an, weiter die Straße hoch. Erst waren es nur ein paar Schläger, aber dann wurde eine Bande draus. Sie nennen sich die Pulverräuber oder so. Sie schmeißen mit Dynamit um sich und schießen auf die Leute. Vor einer Weile haben sich einige aus der Organisation abgesetzt, kamen in die Stadt und haben sich unser Essen und Wasser unter den Nagel gerissen. Okay. Fragen Sie los. Was ist das bei Steve? Ein altes Hotel und Casino in der Stadt. Die gute Lori hat dort früher Zimmer vermietet, aber sie ist schon vor Monaten verschwunden. Gegenüber vom Vicky und Vance, dem anderen alten Casino. Sie können es nicht verfehlen. Das wird schwierig, glaube ich, oder? Lassen Sie sich nicht abknallen. Ich versuch's. Und werde noch ein bisschen mit anderen Leuten sprechen. Wer bist du denn? Bewohner von Prim? Bevor die Pulverbanditen in die Stadt gekommen sind, war Johnson Nash für den Laden und die Station des Mojave Express zuständig. Okay, und du? Sie sind hier falsch, Reisender. Prim stirbt. Seien Sie clever und ziehen Sie weiter. Hallo. Ich werde hier bestimmt nicht ewig bleiben. Howdy. Bewohner von Prim. Geschlossene Tür. Sehr leicht. Zu knacken.